Was wird gemacht da in der Kirche Maria Brunnen am 7. Januar? Wir werden anfangs natürlich Vorbereitungsarbeit treffen, die Kirchenbänke demontieren, ein grosses Innengerüst stellen, damit man an die Decke herankommt. Und dann wird man die ganze Decke kontrollieren und alles an die Gipsdecke wieder neu befestigen. Wir sehen ja jetzt die Notdeckel, die Befestigungen, die dran sind. Und sobald dann die Gipsarbeit, die Strukturarbeiten durch sind, wird man als Decke gemeldet wieder restaurieren und dann auch die ganzen Innenraumschalen reinigen und auch ausbessern und dann auch die Altäre und all die Kleinigkeiten wieder restaurieren.